Hallo und willkommen zurück, ich bin's wieder. Heute habe ich nochmal ein Video zu der Evolites Web API Demo Site, die ich da gebaut habe. Und zwar habe ich da seit der letzten Veröffentlichung, oder seit der ersten war es ja eigentlich, habe ich da so ein paar zusätzliche Sachen reinprogrammiert und die möchte ich euch heute nochmal zeigen. Ich werde jetzt nicht so oft was dran ändern und ich werde auch nicht jedes Mal ein neues Video machen, aber ich dachte mal, weil ich mit einem Video angefangen habe, will ich euch die Änderungen auch mit einem Video zeigen. Hier sehen wir wieder das ganz grobe Setup, das heißt, wir haben hier das Titan Mobile mit einer klitzekleinen Show programmiert, 10 Lampen. Dann habe ich ein zweites Playback, auf dem sind nur 2 Lampen, werdet auch gleich sehen, warum. Dann haben wir hier einen zweiten Rechner dazu, auf dem meine Web-API läuft. Ist ja letztendlich so eine Webseite. Dann ist der außerdem mit dem ersten Rechner per Ultra-VNC verbunden. Deswegen habe ich hier unten das kleine Fenster, in dem ich den Capture-Bereich sehe. Ja, und dann geht's los. Erstmal ist natürlich wieder so, dass hier gar nichts geht, logischerweise, weil ich habe die hier neu gestartet. Das nächste ist, ich könnte jetzt mir hier in meine Einstellung, die ich vorher vorgenommen habe, laden. Ja, wenn man genau hinsieht, ich zeige es euch gleich wieder genauer, sieht man hier, dass plötzlich meine ganzen Eintragungen wieder vorhanden sind. Muss jetzt natürlich wieder die Kommas aktivieren, hatte ich ja auch beim letzten Mal erklärt. Jetzt einmal den Fader nach oben und schon geht's an. Das sieht man hier, das sieht man dort. Und den zweiten Button ist auch eine Änderung, die ich gemacht habe. Jetzt kann ich nämlich für die ganzen Buttons 2 verschiedene Funktionen einspeichern, und zwar eine Funktion für, wenn der Button gedrückt wird und die zweite, wenn er wieder losgelassen wird. Das ist halt wichtig für Funktionen wie Flash oder Swap. Und so kann ich dann hier oben zum Beispiel den zweiten Playback swappen. Dann kann ich das Ganze noch exportieren, logischerweise, damit ich dann beim nächsten Mal wieder meine Einstellung laden kann. Und ich kann hier unten per extra Buttons mir jeweils die Requests und die Responses in einem extra Fenster anzeigen lassen. So, und so sieht das jetzt aus der Nähe aus. Eigentlich erstmal fast genauso wie beim ersten Mal. Wir machen hier nochmal einen Reload, dass er merkt, das ist wirklich so von vorne angefangen. Was ins Auge fällt, erstens, hier oben sind 2 Buttons dazugekommen, nämlich Export und Choose File. Export, ja gut, momentan haben wir nicht viel zu exportieren, aber wir können ja schon mal gucken, ob ich vorher was gespeichert habe. Das machen wir hier mit Choose File oder Durchsuchen heißt das auf Deutsch, je nachdem, in welcher Sprache man gerade den Browser betreibt. Und da habe ich vorhin die Datei export.txt gespeichert. Und die kann ich jetzt einfach aufrufen. Und wie man hier sieht, sind da sofort meine ganzen Einstellungen, die ich da vorher gemacht habe, übernommen worden. Ja, und das Ganze könnte ich jetzt natürlich auch wieder speichern. Das geht dann mit Export. Ja, Export, das ist eine Sache, bei Browsern kann ich nicht einfach so sagen, mach mir eine neue Datei, aber ich kann mir die ganzen Daten zusammen kopieren. Habe ich hier gemacht. Einmal kopieren. Steuerung C. Und dann machen wir uns eine neue Datei, eine Textdatei und speichern das da einfach ab. Ja, muss ich hier mal einmal kurz, wir machen das da hinein. Sage hier eine neue Datei. Neu und Textdatei, wo haben wir es? Hier Textdokument. Und jetzt machen wir hier Export Demo. Einverstanden? So. Dann machen wir uns hier einmal auf und kopieren den ganzen Trödel rein. Ja, also das, was wir hier drin hatten, ist jetzt hier rein kopiert. Sicher anschließen. Das Fenster machen wir auch wieder zu. Hier oben ist ein X. Und das ist weg. Ja, jetzt können wir aber probieren. Also neu geladen. Ist natürlich alles leer. Choose File. Und jetzt haben wir hier Export Demo. Das ist die Datei, die wir gerade gebaut haben. Ausgewählt und schon ist alles wieder gespeichert, so wie es vorher war. Gut. Nächste Baustelle. Solltet ihr mit der ersten Version schon mal rumgespielt haben, werdet ihr festgestellt haben, man kann da nicht so ohne weiteres flashen. Besser gesagt, die Lampen gehen zwar an, aber gehen nicht wieder aus. Das habe ich jetzt geändert und zwar habe ich hier für jeden einzelnen Button 2 Eingabefelder gemacht. Bei den Button rechts
habe ich dann hier wirklich zwei Eingabefelder. Ja, und hier steht dann auch bei dem rechten dann Button Up Action. Wenn ich hier bei dem linken mal die Vorgabe rauslösche, steht dann da Button Down Action. Und damit erklärt sich das fast von alleine. Entsprechend heißen die zwei Dinger hier dann auch Down und Up. Das heißt, ich muss einmal was definieren, wenn ich den Button drücke. Und da steht jetzt hier zum Beispiel drinne TitanScript Playbacks und dann Flash Playback. Und bei dem Up, also wenn ich den Button wieder loslasse, steht dann dort TitanScript Playbacks und dann Clear Flash Playback. Ähnliches würde hier für den Swap-Button gelten. Ja. Und dann, wenn das hier entsprechend definiert ist, dann sieht das natürlich alles ganz cool aus, denn dann kann ich mir hier zum Beispiel, habe es ja wirklich ganz einfach programmiert, kann ich mir hier die Lampen anmachen. Und wenn ich jetzt hier auf Swap drücke, dann wird der Playback, der nur die zwei Stück hat, wird der geswappt. Und wenn ich wieder loslasse, dann wird der wieder released und entsprechend gehen wieder alle 10 an. Das ist der ganze Witz. Jo, damit erklärt sich das eigentlich fast von alleine. Zu guter Letzt habe ich noch eine kleine Funktion reingemacht, die eigentlich nur eine Vereinfachung ist für Leute, die es ganz genau wissen wollen. Hier unten in dem Log-Bereich habe ich für jeden Request einzeln noch eine Taste oben reingemacht. Und wenn ich da drauf drücke, dann geht dieser Request in einem extra Fenster auf. Jetzt ist es so, das hatte ich ja schon beschrieben und gesagt. Normalerweise, wenn die mit OK einfach nur beantwortet werden, dann kriegen die in Wahrheit eigentlich gar keine Antwort. Ja, sondern da sagt nur die Verbindung, nö, alles gut gegangen. Wenn ich aber hier oben zum Beispiel was Falsches eintrage, ja, so, und jetzt drücke ich auf Test IP, da steht hier, okay, ich versuche das mal alles, kriege ich aber nichts. Und wenn ich jetzt den ganzen Gulasch hier aufmache, dann können wir jetzt hier warten. Das dauert halt ein paar Sekunden, bis dann der Timeout vom Browser kommt. Aber dann kann ich mir das ganze Copy and Paste sparen. Ihr braucht einfach nur auf die passende Taste drücken. Genau das gleiche wäre der Fall, wenn wir hier zum Beispiel drauf drücken. Ja, dann kommt hier irgendwas Falsches, falscher Fehler irgendwie. Und den machen wir uns hier auf. Und dann kommen halt jeweils, ja gut, jetzt warten die halt aufeinander, bis die eine Anfrage durch ist und dann die zweite kommt. Da merkt man schon, wie wichtig es ist, immer die richtigen Sachen anzufragen. Aber da steht dann hier, this site can't be reached. Macht ja auch Sinn, weil die mit der Nummer 3 gibt es nicht. Tragen wir hier WG 30 ein und versuchen unser Glück hiermit. Ja, und da sagt er dann, okay, Error 0. Bad Request und da ist dann tatsächlich die Antwort vom Pult eigentlich Error a script with this ID does not exist und so weiter und so fort. Interessiert uns alles nicht, aber für die Leute, die es interessiert, die brauchen halt sich jetzt nicht mehr die Mühe machen und das alles mit Copy and Paste oder manuell da einzutippen, sondern die klicken hier einfach nur auf Open. Und das war's. An dem Rest hat sich nichts geändert. Das Einzige ist, so ganz nebenbei und eine völlige Selbstverständlichkeit, dass ich natürlich die Hilfe auch aktualisiert habe. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Solltet ihr irgendwie Fragen haben, ich freue mich auf eure Rückmeldung, auch wenn ihr irgendwie Hinweise habt. Jetzt kann man ja auch ganz prima diese zusammengestellten Eintragungen mal miteinander austauschen. Wenn irgendeiner sagt, oh, ich habe hier was gefunden, was ich cool finde, dann her damit und ich stelle das mal online. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.